Du hast jetzt in der Halle gut trainiert, bist körperlich gut vorbereitet und kannst jetzt deine Tricks mit dem Ski auf dem Berg im Schnee ausprobieren. Vergiss dabei nicht, Helm, Rückenpanzer und Händchen anzuziehen. Warum? Weißt du mittlerweile. Weil auf dem Berg werden die Kräfte, die auf deinen Körper wirken, nur noch grösser. Auch im Park auf dem Berg gibt es Regeln. Die werden immer an Tafeln an sichtbaren Orten kommuniziert. Dann gönnst du dir ein Aufwärmen und Dehnen. Jetzt bist du so weit, dass du weißt, dass dein Körper das braucht, bevor du ihn belastest. Wir zeigen dir gern, wie es geht. Wenn du auf der Piste Tricks ausprobieren willst, müssen alle Voraussetzungen stimmen. Am besten sind möglichst freie Pisten mit wenig oder gar kein anderen Skifahrer oder Snowboarder. Gut ist es auch, am Rand der Piste Tricks auszuprobieren und nicht mit drin. Durch das ist die Unfallgefahr geringer und Zusammenstöße mit Unbeteiligten werden vermieden. Zum Schluss noch etwas Wichtiges für dich. Egal ob du Sprünge auf der Piste über Hügel oder im Park über Kicken machst, schau, dass ihr immer mindestens die Zweite sind. Einer geht vor und schaut, dass nichts in der Landung ist und gibt dem Hinteren das Zeichen, ob es gut ist oder ob man warten soll. Außerdem kannst du schneller helfen oder Hilfe bekommen, wenn ein Sturz passiert.